Hallo liebe Actionfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer allerersten Videokritik, die euch ab sofort in regelmäßigen Abständen ereilen soll. Ganz kurz zu mir, wer immer mal wieder auf unseren Webseiten actionfreunde.de oder der angeschlossenen Community Liquid Love vorbeischaut, der kennt mich unter dem Namen Freeman. Mehr muss man jetzt auch nicht wirklich wissen, deshalb betrachten wir jetzt mal die Formalitäten als abgehakt und kommen zu unserem ersten Film. Den Einstieg machen wir mit einem Film namens VFW. Direkt zu dem Titel, der bedeutet so viel wie Veterans of Foreign Wars und ist gleichzeitig der Name einer Bar, die ihm hier gehört. Das ist Fred. Fred ist ein wundervoll knurriger Kriegsveteran, der die Bar einst gegründet hat als Treffpunkt und Rückzugsort für Veteranen aus Kriegen, die halt außerhalb der USA stattgefunden haben. Dementsprechend tummeln sich hier Veteranen aus dem Irakkrieg, aus dem Koreakrieg, aus dem Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Und die kommen in der Bar zusammen, um, ja, sie pflegen so das Zusammensein, sie erzählen sich ihre Kriegsgeschichten und vor allen Dingen schütten sie sich immer ordentlich ein hinter die Binde. An diesem Tag, zu dem VFW spielt, sind sie allerdings aus einem anderen Grund da. Sie sind nicht da, um jetzt miteinander irgendwie Zeit zu verbringen oder was auch immer, sondern sie sind da, um Freds Geburtstag zu feiern. Das findet er gar nicht so toll, weil ihm sind derartige Anlässe vollkommen egal und er steht nicht so gerne im Mittelpunkt. Und trotzdem lässt er sich irgendwann davon zu überreden, dazu überreden, den Schauplatz zu wechseln, denn seine Kumpel haben eine Nacht im örtlich nahegelegenen Stripschuppen organisiert. Kurz bevor Fred mit seinen Kumpels aufbrechen will, steht auf einmal sie in der Tür. Das ist Lizard, ein junges Mädchen mit einem prall gefüllten Rucksack und extrem vielen Verfolgern an den Hacken. Dazu muss man wissen, dass VFW in einer nicht näher bezifferten Zukunft spielt, in der sämtliche Drogen, die auf Opiaten basieren, out sind und vollkommen ersetzt wurden durch eine neue Droge namens Hype. Diejenigen, die diese Drogen nehmen, werden im Film auch als Hyper bezeichnet. Und die erinnern von ihrem Verhalten her sehr an Zombies. Und die würden für ihren nächsten Schuss wirklich alles machen. Dementsprechend bringt er hier, das ist Boss, der fieswichtige Fieswicht des Streifens, eine Hyperin dazu, von einem Dach zu springen, nur für den nächsten Schuss. Das Problem ist natürlich, dass die junge Dame diesen Sturz nicht überlebt. Das zweite Problem ist, dass die junge Dame die Schwester von Lizard war. Und drittens, Lizard hat alles mit angesehen. Sie beschließt darum, sich zu rächen, bricht in das Büro von Boss ein und klaut dessen gesamten Hype-Vorrat. Weil man kann sich natürlich denken, was dann Phase ist, der schickt sein ganzes Lumpenpack los, um diese Drogen wieder zu beschaffen. Ja, und mit dem Auftauchen von Lizard in der Bar ist für die Veteranen klar, das Mädel ist schutzbedürftig und ja, wir müssen ihr helfen. Und genau das machen sie auch. Und ja, die Folge ist einfach ein heilloses Gemetzel. Der Film ist irgendwo zwischen Green Room und John Carpenters Das Ende angesiedelt und bekommt natürlich noch eine herzhafte von Dusk Till Dawn Bluteinspritzung, nur dass hier halt die Vampire durch die Drogenzombies ersetzt werden. Die Story ist dabei höchst funktional und funktioniert nach dem Prinzip, weniger ist mehr und dieses weniger mehr steht natürlich dem Gemetzel halt überhaupt nicht im Wege.
Das Problem ist nur, dass Joe Bagos, der Regisseur, der schon mit Almost Human und Bliss da klar gemacht hat, dass er ein fanherzhafter Genrekost ist, bekommt in seinen Film keinen durchgängigen Spannungsbogen reingezogen. Denn dadurch, dass er die Lumpen immer wieder in Wellen gegen die Bar anbranden lässt, entstehen immer wieder zwischen den Metzelszenen Spannungslöcher. Die nutzt er zwar, um seine Charaktere zu vertiefen und ihnen noch ein paar menschlichere Seiten abzugewinnen und einem diese wunderbare Alternriege noch mehr ans Herz wachsen zu lassen, aber man spürt diese Spannungslöcher und auch die damit verbundenen Tempoeinbußen. Und davon dann abgesehen, sobald diese Spannungslöcher jeweils überwunden sind, da darf man Joe Bagos Studie zuschauen, wie man den menschlichen Körper zerstören kann. Und das macht er mit voller Inbrunst. Also man kann schon sagen, dass in dem gesamten Film mindestens jedes Gliedmaß mindestens einmal abgeschlagen wird. Und er entwickelt eine fast schon kindliche Begeisterung dafür, den menschlichen Schädel zu zerstören. Der wird zerhackt, abgehackt, gespalten, verbrannt, zermanscht. Es werden Gegenstände hineingetrieben. Auch das eine Besonderheit der hier gezeichneten Zukunft, dass es kaum Schusswaffen gibt, sodass alles, was die Veteranen und was die Angreifer in der Bar selber oder im Umfeld finden, zur Waffe umfunktioniert wird. Vom Stuhlbein über den Dartpfeil hin zu irgendwelchen Flaggen. Und natürlich Kettensäge, Trennschleifern, wird eigentlich alles benutzt, um den menschlichen Körper richtig schön zu zerstören. Da freut sich das Splatterbastel und der Gorbauer jubiliert, aber auch sonst dürfte jeder, der sich für Filme dieser Machart begeistern kann, mindestens einen Lieblingskill finden. Meinen möchte ich euch jetzt mal als Motion Comic präsentieren. Das Problem meines Motion Comics ist, dass ich ihn zwar bewegen kann, aber ich kann nicht zeichnen. Deshalb seht es als technische Skizze, was auch immer, egal. Kurz zu der Grundsituation meines Lieblingskills. In dem stehen sich zwei Charaktere gegenüber, beide bewaffnet mit Hieb- und Stichwaffen. Hier der Held oder aus der Heldenseite und hier die fiese rechte Hand von Boss, die obendrein verdammt gut aussieht. Und sich mit dem Helden einen wilden Kampf liefert, in dem die Klingen gekreuzt werden. Irgendwann ist unser Held, unterliegt er aber der wirklich vehement kämpfenden jungen Dame, windet sich auf dem Boden, versucht seine verlorene Waffe wieder zu erlangen. Und die junge Dame, sie möchte zum finalen Hieb ausholen und sie fragt ihn schon, ob er denn bereit sei zu sterben. Was sie nicht sieht, ist, dass hinter ihr ein anderer Held sich von der Wand der Bar eine Standarte einer Armeeeinheit geschnappt hat und sich ihr nähert. Und in dem Moment, in dem sie sozusagen zum finalen Hieb ausholen will und unser Held, der am Boden liegende Held, schon mit seinem Leben abgeschlossen hat, bricht auf einmal der Stiel der Standarte aus dem Unterleib der jungen Dame. Und fies lachend drückt unser Held immer mehr nach. Die Folge ist, dass die junge Dame auf die Knie sinkt und durch den ausgeübten Druck ihr Oberkörper immer mehr nach hinten sinkt. Als sie dann sozusagen weit genug nach hinten gesunken ist, jedenfalls nach Meinung unseres Helden, reißt er die Standarte mit einem Ruck wieder aus ihrem Körper heraus, hebt sie über seinen Kopf und rammt sie der jungen Dame durch den Mund und den Hinterschädel in den Boden der Bar. Die Folge ist so diese Art Installation einer, nennen wir es Flaggenständer, eines Flaggenständers.
Das allerdings ist meiner Fantasie geschuldet, weil das hätte ich halt cool gefunden, wenn der Held irgendwie noch vor der Flagge salutiert hätte oder wenn die Flagge im Wind geweht hätte. Das Problem ist natürlich, in einem geschlossenen Raum wird es ein bisschen schwierig, dass da irgendwas zum Wedeln gebracht wird. Und das wäre vielleicht letzten Endes doch ein bisschen zu viel gewesen. Stattdessen darf dieser Held noch einmal recht psychopathisch vor sich hin lachen, beziehungsweise vor sich hin lächeln. Und der andere Held, der natürlich inzwischen wieder aufgestanden ist, darf natürlich einen Spruch ablassen nach der Devise: Ich hatte alles im Griff. Ja, ein Spaß. Wie man an meinem Lieblingskill gesehen haben dürfte, ist der Film alles andere als tödlich ernst gemeint. Stattdessen transportiert er einen prächtig funktionierenden, knochentrockenen Humor, der selbst die schlimmsten Gewalttätigkeiten echt gut abzufedern versteht. Obendrein taucht Joe Begos das ganze Szenario in rot-blaue Komplementärfarbwelten, was dem Ganzen eh schon einen gewissen comichaften Anstrich gibt und zumindest so den Anstrich des Surrealen, des Irrealen. Was einfach nur genial ist, ist der unter den Bildern brubbelnde Soundtrack, der in den Handlungsszenen und in einigen nicht ganz so ausufernden Action-Szenen sehr Synthwave-lastig ist, also sehr im John Carpenter-Stil gehalten ist, elektronisch, düster, prächtig auf den Punkt, und in der Action schaltet Begos dann in den Heavy Metal Part, und auch das funktioniert brillant und macht einfach nur Laune. In Sachen technischer Darstellung, technischer Umsetzung gibt es allerdings einen Kritikpunkt, der betrifft vor allen Dingen den Anfang des Filmes, der durchgehend zu dunkel geraten ist. In der Folge säuft gespürt die ganze erste große Metal-Szene extrem ab. Die ganzen Details gehen verloren irgendwie. Und man entwickelt als Zuschauer sofort so die Angst, dass aus Budgetgründen der ganze Film so dunkel gehalten ist, weil man vielleicht nicht genug Geld hatte, um die Effekte ordentlich umzusetzen, und man sie deshalb lieber versteckt in der Düsternis. Auf der anderen Seite ist es klar, das Ganze spielt in einer Bar, und in einer Bar ist nur Schummerlicht und da sieht man nicht viel. Das ist auch den Charakteren bewusst, vor allen Dingen Veteranen, und die sagen mehr oder weniger dann wenn wir hier in einer Tour angegriffen werden, müssen wir auch was sehen, wen wir umbringen oder was auch immer. Und dementsprechend ändern sich dann auch die Lichtverhältnisse, dementsprechend sieht man dann auch alles und dementsprechend werden auch diese fantastischen, funktionierenden und handgemachten Spezialeffekte nicht weiter versteckt. Darstellerisch ist das Ganze die große Bühne von Stephen Lang, den man aus Avatar kennt und aus einigen anderen Bösewichtrollen, Don't Move. Und dem steht diese Rolle des knurrigen Sympathieträgers echt gut. Und es wirkt teilweise fast so, als wäre die Rolle mal für den jungen Clint Eastwood geschrieben worden oder so. Also das funktioniert einfach genial. Also der ist wirklich super in der Rolle und man hat ihn auch selten irgendwie so sympathisch irgendwie mal gesehen. Das ist super. An seiner Seite sind wirklich alte Genre-Recken zu sehen. Beispielsweise William Sadler, den man aus Walter Hills Trespass kennt. Da gibt hier so ein bisschen den komischen Pol. Fred Williamson wiederholt so ein bisschen seine Rolle aus From Dusk Till Dawn und schraubt sich halt als One-Liner-Maschine durch den Film. Und Martin Covey, den man aus Rambo 2 oder Karate Kid kennt, der spielt mal wieder ein Opportunisten, der bei jedem kleinen Wind seine Fahne in den Wind hält, und das ist großartig, wie er das macht. Das macht wirklich Laune. Dagegen kommen dann die Bösewichter gar nicht so richtig an. Der Film versucht zwar Boss ordentlich zu überzeichnen, aber so als richtige Bedrohung kann man ihn nicht wirklich wahrnehmen. Und damit zum kleinen Fazit. VFW hat einige kleinere Problemherde. Und vor allen Dingen zum Ende hat Regisseur Joe Begos auch so ein bisschen so das Problem, dass er einige Charaktere ein bisschen zu planlos aus dem Spiel nimmt und manche auch Heldenabgänge ein bisschen zu beiläufig wirken. Dazu kommt, dass vor allen Dingen in Richtung Showdown dann auch die
die Metzelszenen ein bisschen repetitiv wirken. Man das Gefühl hat, man hat das jetzt alles nur schon mal gesehen und dieser große Wow-Effekt vom Anfang ist halt ein bisschen verpufft. Davon abgesehen ist der Film allerdings eine absolut willkommene Splatter-Action-Party-Bombe, die sich jetzt vielleicht nicht zwingend an ein Mainstream-Publikum richtet, aber trotzdem, aber vor allen Dingen halt Fans von Filmen der härteren Gangart, für die einen absolut gelungenen Leckerbissen darstellen dürfte. Von mir gibt es dafür, 8 von 10 Punkten und ja, einfach nur Daumen hoch. Meine Blu-ray, meine präsentierte Blu-ray des Films stammt aus England. In den USA ist der Film auch bereits veröffentlicht worden. In Deutschland wird sich Cape Light Pictures ab Anfang Juli des Films annehmen als DVD, Blu-ray, Mediabook und 4K Ultra HD und als Video on Demand. Eine große Frage dürfte dabei sein, ob die aktuell transportierte FSK 18 Freigabe ausreichen wird, um den Film ungeschnitten nach Deutschland zu bringen. Denn prinzipiell hat der Film Momente, an denen sich die FSK sonst gerne stört. Andererseits dürfte der bereits erwähnte Humor das Ganze auch für die ja aktuell recht liberal gewordene FSK auch ausreichen, um das Ganze ungeschnitten auf die, deutschen Action-Horror-Fans loszulassen. Und von daher viel Spaß damit und wir sehen uns bald wieder.